Heute umrunden wir dieses mächtige Bergmassiv mit dem Rennrad. Böse Zungen behaupten, dass die Sella Ronda die schönste Rennradrunde der Alpen sein soll. Ob dem so ist, das überprüfen wir in diesem Video. Dabei erwarten uns 4 Dolomitenpässe, sogar der höchste Dolomitenpass ist dabei. Und was uns noch alles erwartet, das seht ihr jetzt. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Wir starten unsere Runde hier in Corvara. Das ist der perfekte Ausgangspunkt für die Sella Ronda Rennradtour. Warum das so ist, das erklären wir euch gleich. Jetzt gerade sind wir auf dem Weg in Richtung des ersten Passes, und zwar dem Grödner Joch. Knapp 600 Höhenmeter von Corvara geht's hinauf auf einer Länge von 9 Kilometern. Ihr müsst aber nicht diesen Pass als ersten machen. Es gibt 2 Optionen. Denn ihr könnt die Tour gegen oder im Uhrzeigersinn fahren. Welche die schönere der beiden Touren ist, da scheiden sich die Geister. Wir haben uns für den Start im rennradverrückten Corvara entschieden, wo auch einige große Radrennen auf die Sella Ronda starten. Und wir haben uns für die Tour gegen den Uhrzeigersinn entschieden, weil da am Vormittag, wie ihr gerade auch in den Aufnahmen seht, die Sonne perfekt auf das Sella-Massiv scheint. Fakt ist, dass beide Runden knapp 52 Kilometer und 1740 Höhenmeter umfassen und die 4 Pässe Grödner Joch, Sella Joch, Passo Pordoi und Passo Campolongo überfahren. Zusätzlich sind Ergänzungen zur Runde möglich, die ich euch auch noch im Video beschreiben werde. Übrigens ist die Runde nicht nur auf dem Rennrad interessant, ich bin sie auch schon auf Ski und auf dem Mountainbike gefahren, wovon es auch Videos hier auf YouTube gibt. Schaut da gerne vorbei, es wird euch begeistern. Jetzt aber weiter hinauf zum ersten Pass unserer Tour. Ha, euch geht's gut, gell? Ja. Hoi zusammen, ciao. Ciao! Jetzt werde ich von den ersten richtig fitten Rennradfahrern eingeholt. Ich glaube, einige schlagen hier wirklich die Rekorde. Wenn ihr richtig Gas gebt, könnt ihr das Ganze in 2,5 Stunden schaffen, vielleicht sogar schneller. Ich bin ja eher so im Moderationsmodus und mache ein YouTube-Video, das ist immer meine Ausrede. Nein, aber heute ist echt nicht bei mir auf Geschwindigkeit, sondern eher auf Genuss. Anschauen auch die Pässe und ja, auch mal den ein oder anderen Radler an mir vorbeiziehen lassen, ohne falschen Ehrgeiz. Ciao. Nicht in Worte und ich glaube auch echt schwierig in Bilder zu fassen, das Gefühl hierher zu fahren. Ihr seht es ja die ganze Zeit hinter mir und auch bei den Aufnahmen, dieses Massiv, ja, das erstreckt sich wie so ein riesiger Klotz aus der Bergwiese raus. Überall stehen hier so kleine Hüttchen, schöne Bäume, Wiesen und dann kommt dieses schroffe Gestein, hunderte Meter hoch, Wahnsinn. Aus dem Bilderbuch. Perfekt. Das da drüben, was ihr da hinten seht, in der Ferne, das ist der Lagazoi. Und am Lagazoi entlang, da führt eben der Passo Valparola, also genau dahinter. Und vor einer Woche sind wir da nach Venedig gefahren, von München nach Venedig in 24 Stunden. Das Video ist hier oben verlinkt. Komplett gestörte Aktion, aber hat Spaß gemacht.
Jetzt nähern wir uns immer mehr dem Grödener Joch. Das ist jetzt gleich mit einem Schild zu sehen. Links haben wir jetzt immer die Sellergruppe neben uns gehabt und rechts die Schiergruppe. Schaut euch das mal an. Und geradeaus der markante und spektakuläre Langhof. Was für ein Berg. Angekommen am Grödener Joch, und das ist einer der bedeutendsten Pässe hier in den Dolomiten, verbindet das Gardatal und das Grödener Tal, was ihr jetzt hier seht. Und ich kann es euch ganz genau sagen, wie viele Höhenmeter wir gemacht haben. 585, denn ich habe endlich meine Uhr mal vernünftig eingestellt und mir meinen eigenen Modus gebastelt. 585 jetzt schon mal, also fast ein Drittel, das ist ja schon mal richtig gut. Und jetzt gleich geht's entlang von einer der spektakulärsten Straßen, die ich je mit dem Auto gefahren bin, eben noch nicht mit dem Fahrrad. Das ist die da drüben, ja? Direkt an der Murfaltspitze vorbei, die da oben liegt. Ein absoluter Wahnsinn, also näher ans Gebirge kommen wir dabei nicht. Und ja, wenn ihr noch irgendwie Fragen zum Equipment etc. habt, packt sie gerne unten in die Kommentare. Ich habe euch die Uhr, nach der haben jetzt einige gefragt, auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei und jetzt ab auf die Straße. Hier sind wir jetzt der Steinwand zum Greifen nahe, diesem Bergmassiv, diesem Klotz. Schaut euch das an und wie das Licht auch da reinfällt. Die Straße ist einfach nicht real. Völlig verrückt. So eine Abfahrt! Der Traum eines jeden Radfahrers! Nach dieser phänomenalen Abfahrt geht's jetzt wieder bergauf, ca. 350 Höhenmeter. Zur Rechten, hier hinter den Bäumen versteckt, liegt jetzt der Sassolungo, der Langkofel. Und vor uns sieht es so aus. Das ist ein Massiv! Wahnsinn! Kurzer Abstecher von der Strecke, um euch was zu zeigen. Denn diese Gondelbahn, die finde ich einfach gewaltig. Das ist so ein antikes Stückchen, so ein bisschen ein Relikt. Da steht man zu zweit in dieser Gondel drin und schaut mal, mit welcher Geschwindigkeit die sich bewegt, ja? Fast gar nicht. Also der Einstieg erfolgt so, dass die wirklich stoppt und dann steigt man ein oder ganz langsam durchfährt. Und dann dauert es einfach mal eine halbe Stunde, bis man da oben ist, gefühlt. Aber wenn ihr hier Urlaub macht, ich glaube, das ist echt eine coole Geschichte, mal hier genauer ranzukommen. Und eine Sache habe ich fast vergessen, da drüben, steinerne Stadt. Also wenn ihr hier seid, auch das als Tipp, geht da mal durch. Ja, da sind ganz viele Felsbrocken, die von diesem Massiv runtergefallen sind und sich hier zu so einer steinernen Stadt formiert haben. Bin ich mit dem Mountainbike mal durchgefahren, ein paar Aufnahmen davon seht ihr jetzt gerade. Futter fassen, bei dem Panorama. Kohlenhydrate und ein bisschen was Frisches gibt es jetzt zum Mittagessen. Holunderschorle dabei und da ist man wieder gut gestärkt, dann kannst du wieder aufs Rad gehen. Vielleicht danach noch einen Kaffee. Und dann aber was.
Spaß beiseite. Ich soll aktuell weniger Kaffee trinken, sagt meine Frau und sagt auch mein Team. Ich komme noch nicht ganz los, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hey, ist ja in Italien, kriegt ja keiner mit. Wir sind zurück auf der Tour. Es macht Spaß. Und auf geht's zum Sellerjoch. Noch 100 Höhenmeter. Dann haben wir es weggefrühstückt. Mit dem Ausblick. Willkommen in Trentino. Da ist das Ding, zweiter Pass. Passo Sella, man kann fast schon nicht mehr das Schild erkennen. Und hier raus bietet sich nochmal ein richtig starkes Panorama in Richtung Marmolada. Wir verlieren jetzt grob 350 Höhenmeter und dann bewegen wir uns zum höchsten Dolomitenpass bzw. zum höchsten Pass auch auf dieser Runde, dem Passo Pordoi. Unbeschreiblich. Hier fährt man durch die Felsen mit diesem Blick. Wenn das keine schöne Abfahrt war, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, ihr kriegt das Gefühl dieser Abfahrten hier auch zu Hause ein bisschen mit. Schaut euch das Haus auch hier an. Es ist einfach Wahnsinn und es ist natürlich schwierig, das Ganze auch zu transportieren. Wir geben aber unser Bestes. Ich hoffe, es gefällt. Daumen nach oben nicht vergessen, das hilft ungemein. Jetzt geht es noch mal knapp 400 Höhenmeter auf 6 Kilometern Länge hinauf zum Passo Pordoi. Und übrigens für euch als Information, heute ist der Verkehr relativ moderat, wie ihr seht, finde ich eigentlich echt okay. Wer das Ganze gerne autofrei erleben möchte, für den habe ich einen Tipp. Und zwar gibt es den Sella Ronda Bike Day. Zweimal im Jahr wird die Runde gesperrt für Autofahrer. Und das ist vielleicht eine gute Option für euch, dann die Runde zu machen. Da ist das Ding. Ah, jawohl, der nächste Pass. 3 von 4. Nach insgesamt 1375 Höhenmetern sind wir jetzt angekommen am 3. von 4 Pässen und zwar am Pordoi-Joch. Und dieser Pass hier, der ist gewaltig. Schon mehrfach war der Pass Etappenziel der Giro d'Italia. Und man sieht hier auch in Gedenken an einen der großen italienischen Radfahrer eine Gedenktafel an Fausto Coppi, der 5-mal die Giro gewonnen hat. Und ja, hier oben spürt man diesen Spirit. Was man aber auch ganz klar sagen muss, finde ich bei diesen Pässen hier in den Dolomiten und auch den Gebäuden, die hier oben stehen, das ist alles ein bisschen aus einem anderen Zeitalter, finde ich. Man merkt die Gebäude und auch was hier so gebaut wurde. Das war damals, wo die Ingenieurskunst der Passstraßen ganz groß war, schön. Und heute, naja, sowohl beim Stelvio als auch hier bei den Pässen merkt man, dass die Gebäude auf dem Pass selbst nicht mehr so attraktiv sind und viele Menschen dann doch eher unten im Tal zum Beispiel schlafen. Was aber Fakt ist, wenn ihr hier seid, jetzt kommt der Reiseführer Marius wieder raus, dann solltet ihr vielleicht auch mal mit dieser Seilbahn hochfahren. Denn wenn ihr die Zeit habt, dann ist das da oben auf dem Sella-Massiv ein ganz toller Ausblick. Und ja, ist nur eine Seilbahnfahrt hoch auf 2950 Meter. Da habt ihr einen gewaltigen Ausblick. Und für uns geht es jetzt eine ganz lange Abfahrt Richtung Araba runter. Ich glaube, die wird auch gewaltig. Die längste Abfahrt auf unserer heutigen Tour und danach nochmal zum Passo Campolongo. Und ich verrate euch, wie ihr die Runde verlängern könnt. Also dranbleiben, es kommt noch einiges. Araba. Araba.
Also hier geht's richtig ab. Schaut euch das mal an. Das Massiv links von uns. Viele Kehren. In Summe mit Sicherheit über 40 Kehren, die wir runterfahren. Sehr, sehr geil. Unten im Tal angekommen, in Araba, ist ein ganz besonderer Ort für mich. Warum das so ist, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar ging hier der allererste Alpencross mit Basti damals 2018/19 her. Und ich weiß noch, wie platt wir hier waren, als wir hier da vorne in dem Restaurant eine Pizza gegessen haben. Auf jeden Fall ist es so, dass Araba für euch auch eine gute Möglichkeit gibt, die Runde noch zu erweitern. Also, wenn ihr im Kreisverkehr jetzt nicht links abbiegt, so wie wir es machen zum Passo Campolongo, sondern geradeaus fahrt, dann kommt ihr zum Passo Falzarego und dann auch zum Passo Valparola, dem Pass, den ich auch von München nach Venedig gefahren bin, wo viele von euch geschrieben haben, wie unglaublich schön es da oben ist. Und das stimmt. Also wenn ihr die Runde nochmal um grob 40 Kilometer erweitern wollt, sportlich gesehen, dann ist das eine super Option. Für uns geht es jetzt hier links rum und es sind noch grob 300 Höhenmeter, dann haben wir auch den letzten der vier Pässe geknackt. Auf geht's! Gerade kurz neues Wasser aufgetankt, einem Typen geholfen, der gerade von Zell am See losgefahren ist, heute Morgen um 5.30 Uhr, 210 Kilometer auf der Uhr, und der muss jetzt auch noch über den Pordoi-Pass. Und was gerade passiert ist, innerhalb von einer halben Stunde, das seht ihr jetzt hier auch auf den Bildern, das Wetter hat komplett gedreht, leichter Wind war drin und da oben stehen jetzt richtig dunkle Wolken drin. Wir haben es nochmal geschaut im Wetterbericht, ein Gewitter ist eigentlich nicht gemeldet. Wir wollen es auf jeden Fall mal durchziehen bis Corvara und ja, hoffen wir mal, dass es jetzt nicht komplett anfängt zu schütten. Wir werden sehen. Also jetzt gerade kommt eine richtig dunkle Gewitterwolke auf und das ist einfach nicht gut, jetzt weiterzufahren. Das Ding warten wir tatsächlich jetzt einmal ab. Ein komisches Ende. Draußen ist innerhalb von Minuten der absolute Weltuntergang eingekehrt, wie ihr gerade hinter mir seht. Und ja, das bedeutet für uns tatsächlich, weil wir gerade noch mal genauer ins Regenradar geschaut haben, it's finished. Wir machen hier das Ende tatsächlich, fahren den Passo Campolongo nicht mehr. Das ist vielleicht ein Grund, um einfach diese Runde nochmal zu fahren. Ich glaube aber, das Video hat schon sehr, sehr viele Eindrücke gegeben von dem, was euch erwarten würde, wenn ihr das Sella-Massiv umrundet mit dem Rennrad. Es geht komplett ab da draußen. Wir schauen jetzt mal, welche Optionen wir haben, irgendwie mit dem Taxi oder hier unterkommen oder so, wie dem auch sei. Ich glaube, es war die bessere Entscheidung, als draußen jetzt in dem Regen und im Gewitter rumzufahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke an Philipp hinter der Kamera. Meine Güte, was für ein Dreh. Und das nächste Video ist genau hier verlinkt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, ab in die Kommentare und tschüss.